wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Workshop. Für mich ist die Endlagersuche Zukunft. Ganz lapidar, einfach gesagt, Zukunft. Es betrifft jeden. Man kann es nicht einfach wegdiskutieren oder sagen, aus dem Auge, aus dem Sinn. Und gerade die junge Generation ist die, die am meisten damit leben muss. Ich hoffe vor allem auf konstruktive, diskursive, offene, dialogorientierte Formate. Also ich nehme wahr, dass in meinem Freundeskreis das Thema sehr wenig präsent ist. Also wenn man es anspricht, dann bekommt man meistens sehr verhaltene Rückmeldungen. Die jungen Leute sollten sich damit beschäftigen, weil es einfach eine Generationenfrage ist und wir einfach in den nächsten Jahren diejenigen sind, die damit einfach umgehen müssen. Und wenn wir halt eben uns nicht daran beteiligen und uns die Gedanken machen, wird es halt eben sonst keiner machen. Ich bin gespannt darauf, wie junge Menschen wie sie beteiligt werden wollen, wie sie über die Endlagersuche denken, was sie für Fragen haben und wie sie eingebunden werden möchten. Hinter diesem Workshop stecken zum einen das Bundesamt für Kerntechnische Entsorgungssicherheit, also die Behörde, die auch für die Bürgerbeteiligung zuständig ist in dem Prozess, das nationale Begleitgremium, was eben als übergeordnete Organisation auf den Prozess guckt, und darüber hinaus die Bundesgesellschaft für Endlagerung. Wir sind zuständig für die ganz praktische Arbeit, also zu gucken, nach welchen Kriterien, also die Kriterien stehen ja fest im Gesetz, aber wir gucken jetzt, wie schaffen wir es denn, diese Kriterien anzuwenden? Wie finden wir raus, wo der beste Standort ist? Es ist ein erstes Kooperationsprojekt, ist natürlich auch die Frage, ist das überhaupt gut? Ich meine, wir sind ja eigentlich so ein Beobachter von außen eher als Gremium, haben uns das schon gut überlegt, ob man das machen sollte oder nicht. Aber ich denke, für einen so ein spezielles Projekt, diesen Jugendworkshop, ist es auf jeden Fall eine gute Sache, sich zusammenzutun. Die Daten sind in Deutschland in der Regel bei den Bundesländern, wo sie aufgeschrieben worden sind, sind sehr unterschiedlich. Die müssen jetzt erstmal auf einen Stand bringen. Anerkannte Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Also im Prozent der Risiken gibt es unter Erde. Weil das ist im Vorfeld festgelegt. 4, 3, 2, 1. Ja. Mein Name ist Cora. Ich habe Geologie studiert und ich möchte heute mit euch über meine heimliche Leidenschaft reden. Meine heimliche Leidenschaft, das sind Endlager. Endlager. Und Endlager. Das Thema ist ziemlich schwierig für einen Science Slam, weil es wahnsinnig politisch ist. Es reicht eigentlich nicht, nur die Wissenschaft dahinter zu erklären. Man muss immer auch die gesellschaftlichen, politischen Aspekte mit berücksichtigen. Ich versuche, das möglichst neutral zu machen, aber das ist natürlich wahnsinnig schwer. Wir haben drei Gesteinstypen, die für uns in Frage kommen. Und da haben wir zum ersten Kristallingestein, meistens einfach nur bezeichnet als Granit. Kennt man von der Küchenarbeitsplatte, und von der Küchenarbeitsplatte kennt man auch die guten Eigenschaften. Das ist hart, das ist nicht wasserlöslich, das ist auch undurchlässig. Prima Eigenschaften für die Arbeitsplatte und für das Endlager, aber gilt halt alles nur, wenn der Granit nicht kaputt ist, keine Klüfte hat, sagt der Geologe. So, zweitens, Ton. Ton ist ein fantastisches Zeug, man kann damit Wortwitze reißen, wie Leute, Geologen, die mit Ton arbeiten, sind Tontechniker. Oder man darf sich bei der Endlagersuche nicht im Ton vergreifen. Ton hat auch fantastische Eigenschaften. Wer von euch hat eine Katze? Hat schon mal ein Katzenklo sauber gemacht? Und festgestellt, dass es ja ein mega geiles Zeug ist, was irgendwie die Flüssigkeit aufsaugt und so Knollen bildet? Super cool. Bentonit ist das, was diese Zauberkraft hat. Und das kann man sich für Endlager auch zugute machen. Sollte irgendwie Flüssigkeit drankommen, kann der die aufsaugen. Ton hat aber einen großen Nachteil. Der wird brüchig und spröde, wenn er heiß wird. Und dann haben wir noch eine dritte Möglichkeit. Salz. Salz ist ein fantastisches Zeug. Es ist gut wärmeleitend,
Das heißt, wir haben das Problem vom Ton nicht. Und es ist viskos. Das heißt, wenn man es langsam belastet, dann verformt es sich und bildet keine Risse. Also anders als der Granit. Wenn man es langsam genug belastet, dann umfließt es sozusagen, wenn man es belastet. Aber natürlich hat Salz auch einen sehr großen Nachteil. Und ihr kennt ihn alle, wenn ihr schon mal eine Suppe gesalzen habt. Salz ist wasserlöslich. Wenn Grundwasser an unser Endlager kommt, dann haben wir ein Problem. Und zwar ein großes. Und zwar schnell. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was lernen können. Und wenn es nur ist, dass ihr informiert an die Sache rangeht, keinen Schaum vor dem Mund habt und einfach anderen Menschen zeigt, man muss keine Panik haben bei dem Thema. Danke.